Dies ist der Squishy Nobones Aquapodcast. Hallo. Ich bin es, Squishy, der schockierte Tintenfisch. Kennt einer von euch hier WR104? Also, nee, nicht WD40, WR104. Das ist ein lustiger Dreifachstern, also drei Sonnen, die einander umkreisen, wie drei Autos mit grob irritiertem Navi in einem Kreisverkehr. Die Bezeichnung WR kommt von Wolf Riot, einer Bezeichnung für eine Klasse von Sternen, die aus Gründen ständig Materie in ihre Umgebung prusten. Sieht hübsch aus, wie eine große kosmische Koralle. Der Wolf-Riot-Stern im Dreigestirn WR104 hat ein ganz klitzekleines Problem. Er wird nämlich demnächst in einer Supernova seinen Zustand recht plötzlich ändern wollen. Also eigentlich ist das kein Problem, denn Sterne machen das andauernd. Jeder einmal, ja. Unsere Sonne macht das auch irgendwann mal. Bumsti! Bei WR104 gibt es da nur die klitzekleine Sache mit dem Gamma-Blitz. Die Dinger entstehen bei einigen Sternexplosionen und sind eher unangenehm. Die strahlen dann nämlich aus den Polregionen der Sterne raus, in einem oft nur Sekunden andauernden Stoß an Gamma- und Röntgenstrahlen. Ja, gut, dass WR104 etwa 8000 Lichtjahre von uns entfernt ist, ne? Schlecht, dass das eventuell nicht reicht. Die Rotationsachse des Sterns zeigt nämlich grob in unsere Richtung. Und wenn es dann Bums macht, kann es sein, dass der Gamma-Blitz hier ankommt. Und wenn die Erde Pech hat, funzt das mal eben das Leben zumindest in großen Teilen aus. Manche gehen davon aus, dass so ein Teil vor einigen 100 Millionen Jahren schon einmal eine Katastrophe auf Erden ausgelöst hat oder zumindest einen Anteil daran hatte, das ordovizische Massenaussterben. Nur die Lebewesen, die in tieferen Wasserschichten vor den tödlichen Strahlen geschützt waren, haben das überlebt. So wie meine Vorfahren. Auch dieses Mal könnten wir Oktopoden das überstehen. ihr übrigens vielleicht nicht. Aber wann WR104 jetzt Bums macht, kann man nicht ganz genau vorhersagen. Ob es einen Gamma-Blitz geben wird und vor allem, ob der dann sogar direkt die Erde trifft, ist nicht sehr wahrscheinlich, gebe ich zu. Möglich ist das aber. 10 Sekunden, bzzzt. Ja, und da WR104 außerdem etwa 8000 Lichtjahre weg ist, wer weiß, vielleicht ist das Ding in den letzten 8000 Jahren schon längst hochgegangen und der Blitz ist einfach nur noch nicht hier angekommen. Vielleicht seid ihr alle schon längst tot. Wenn WR104 nicht funzt, habt ihr noch 800 Millionen Jahre. Danach hat sich die Strahlung der Sonne und die Zusammensetzung der Atmosphäre so weit verändert, dass Leben in der aktuellen Form schon gar nicht mehr möglich ist, weil Photosynthese, wie wir sie heute kennen, gar nicht mehr geht. Ziemlich bald, da gibt's nichts mehr zu futtern. Für niemanden. 800 Millionen Jahre ist übrigens in etwa die Zeit, die es vorher gebraucht hat, um aus den ersten tierischen Organismen euch knochentragende Versager zu machen. Ja, wir Oktopoden sind schon eine Weile länger unterwegs. Auf jeden Fall könnte die Zeit reichen, um bis dahin dieser Erdmurmel entkommen zu sein. Müsst ja nicht ihr Menschen sein, auch nicht wir Wirbellose. Vielleicht sind es die Nachfahren von Gürteltieren. Ja. Ihr habt Glück, wenn eure Gürteltier-Cousins bis dahin interstellare Raumfahrt entdeckt haben und sich und eure Nachkommen als Haustiere haltend einen Außenposten irgendwo in der Nähe von Proxima Centauri gefunden haben. Irgendwann zwischen 1,5 bis 2 Milliarden Jahre in die Zukunft ist Leben auf der Erde in keiner Form mehr möglich. Schluss, aus, Ende. Bis dann schließlich die Sonne auch Bums macht. Und das Tolle? Es ist auch scheißegal, ob ihr bis dahin da draußen in der einen oder anderen Form vielleicht nur noch als Informationsenergiehäppchen existiert und eure Evolution es über die Bindung an Materie hinweg geschafft hat. Das Universum dehnt sich weiter aus. Sterne verbrennen, verpuffen, verkühlen, verblassen. Sie verschwinden in schwarzen Löchern, die alles und jeden Stück für Stück verschlingen und träge durch das All treiben und langsam verdunsten. Bis am Ende nicht einmal das Echo eurer, meiner oder irgendeiner Existenz die Leere des Alls durchhallt. Und das ist es dann. Alle großen Pläne, Nationen, Erfindungen, Bündnisse, alle Kriege und Versöhnungen, eure hellenden Taten und Verbrechen, euer Vermögen, eure Ziele, jeder Gedanke, jede Erinnerung, jeder Name, jede Liebe, jede Hoffnung, jedes Du, jedes Ich. Alles verpufft, verhallt, verstummt, irgendwann in endloser Dunkelheit und Kälte. Was bleibt? Ein leeres, schwarzes
nichts. Ich wollte das nur mal einwerfen, falls ihr heute noch mal vorhabt, irgendwelche Scheiße bei Facebook zu posten, anstatt was Schönes zu machen. Ihr Idioten. Oh,